فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Von den Gewohnheiten ist, dass man auch unterdessen der Autor des Buches kennt, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala lässt in jedem Jahrhundert und zur Zeit Leute, die diese Religion erneuern, die Menschen, die abgeirrt sind, zurückbringen zum richtigen Verständnis, worauf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war und seine edlen Gefährten. Und von diesen Männern, die gewaltigen Einfluss in dieser Religion hatten, weil sie von denjenigen waren, die aufrichtig und wahrhaftig für Allahs Sache arbeiteten, von denen ist, wie wir schon erwähnt haben, Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Und wahrlich, dieser Mann, er ist ein Imam, er ist der Sheikhul Islam, Al-Mujaddid haqqan wa sidqan. Er ist der Erneuerer. Zu Recht und wahrhaftig. Er ist ein wahrer Erneuerer. Yani, wie Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimullah sagte, yani, dies ist gemeint, Erneuerer hier, Mujaddid, ist damit gemeint, eine Person, die die Menschen zurückführte zu dem Verständnis, worauf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten waren. Und ist nicht damit gemeint, dass er etwas Neues in die Religion brachte, auf keineswegs. Nein, vielmehr, er brachte sie zum richtigen Verständnis und sie waren davor in einer Dschahiliyyah, so als würden sie vom Neuen an die Religion verstehen. Deswegen wurden diese Menschen ja nicht Mujaddidun genannt. Und wie Sheikh Ibn Baz rahimullah sagte, Allamatu Shahir, yani der Großgelehrte, der bekannte Großgelehrte, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi. Und dessen Kunya, yani weil es bekannt ist unter den Gelehrten, dass sie auch Kunya und auch unter den Muslimen und unter den Arabern, es ist üblich und gewöhnlich, dass eine Person nach seiner Kunya genannt und seine Kunya von diesem Imam war Abul Hasan. Yani die Kunya von Muhammad ibn Abdul Wahhab, dieser großartige Imam, war Abul Hasan. Und er wurde geboren im Jahre 100, yani 1115 nach dem Hijra des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. 1115 in der Stadt Al-Uyayna. In der Stadt Al-Uyayna. Und dies war, yani dieser Stadt Al-Uyayna ist von der damaligen Ländereien Al-Najd. Al-Najd, die bis heute yani, das Gebiet von Saudi-Arabien, Riyadh, der Hauptstadt und Qasim und die ganze Ecke, das wird genannt yani, Al-Najd. Und von dieser, yani, von dieser Ecke, von dieser Ortschaft stammt dieser große Imam, Sheikhul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Imam Ibn Baz, rahimahullah, er sagte über ihn, yani über Sheikh Muhammad, und wenn wir sagen jetzt während dem Unterricht Imam Muhammad oder Sheikh Muhammad, dann ist gemeint Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Yani, dass wir es erwähnt haben, wenn wir später in der Erklärung und in der späteren Unterrichten, wenn wir sagen, El-Imam Muhammad hat es gesagt, dann meinen wir damit Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Und dies pflegen auch unsere Gelehrten. Dies pflegen auch unsere Gelehrten in Medina, unter ihnen unsere Vater, Erziehungsvater und Großlehrer und Professor, Sheikh Abdul al-Bukhari, hafizahullah. Yani wenn er sagt, qala Sheikh Muhammad oder qala al-Imam Muhammad, damit ist gemeint, yani Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Sheikh bin Baz sagt über ihn,
dass Allah subhanahu wa ta'ala erwies ihm die Gabe für die Verständnis in der Religion und gab ihm Scharfsinnigkeit, yani Verständnis und Scharfsinnigkeit in der religiösen Angelegenheiten, vor allem spezifisch in der Aqida, yani in der Aqida. Und wenn man schaut die Bücher von diesem Imam, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dann sind die meisten Bücher in der Aqida verfasst, denn auch die Zeit, die er lebte, die Umgebung, die er lebte, hatte großen Bedarf in dieser Hinsicht. Und deswegen, er verfasste diese gewaltigen Werke, weil es hatte nötig und es hatte großen Bedarf in dieser Hinsicht, weil die Menschen, sie waren verfallen in verschiedene Schirkiyat. Und dieser Imam, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah, er wuchs in eine religiöse Familie. Yani, dass dieser Junge, dieser Mann so groß wurde, das hat seine Vordergründe. Das hat seine Muqaddimat, yani eben die Vorgründe. Und von denen ist, yani, dass er ist aufgewachsen in eine religiöse Familie. Denn sein Vater, yani Abdul Wahhab, rahimahullah, er war bekannt für sein Wissen. Und Sheikh Aman al-Jami sagte, er war Alim in dieser Gegend, yani Al-Uyayna und Umgebung. Er war als Alim bekannt und war bekannt für Fatawa und war sogar Richter, yani ein islamischer Richter. Yani sein Vater, der Vater von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, war ein islamischer Richter und zuständig für Fatawa. Und sein Großvater, Sheikh Suleiman, rahimahullah, er war sogar von den großen Gelehrten von Najd. Yani nicht nur diese Länderei Al-Uyayna, sondern gesamte Region von Najd, gehörte zu den führenden Gelehrten. Und auch einige seiner Onkels, sie waren bekannt für ihr Wissen. Und schaut, die ganze Familie, sein Vater, sein Großvater, seine Onkels und einige seiner Brüder genauso, sie beschäftigten sich mit Wissen. Yani das war eine intellektuelle Familie, eine Familie des Wissens, die vertraut war mit diesen Wissenschaften. Es war für sie nicht etwas Neues, sondern es war yani bei ihnen, hat sich yani so wie eingependelt, yani als Tradition von Vater zum Sohn zum Enkelkind, dass man dieses islamische Wissen lernte und anderen Leuten auch lehrte. Und Sheikh Muhammad, rahimahullah, er bekam diese Berührung zum Wissen schon im Kindesalter. Deswegen lernte er der komplette Koran, bevor er seine 10. Lebensjahr erreichte. Und Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, bevor er 10 Jahre wurde, yani bevor er die 10. Lebensjahr vollendete oder sie erreichte, beziehungsweise er lernte der komplette Koran auswendig. Und dies, yani, meistens, wenn man zurückdenken würde, dies geschieht, dass ein Junge in so einem Alter der Koran auswendig lernt, da kommt die Unterstützung der Eltern. Weil wenn die Eltern sich nicht dieser Sache widmen, es ist sehr, sehr selten, dass ein Junge in so einem Alter vor allem von sich alleine so intensiv und sich so heftig mit der Religion beschäftigt. Und nicht nur das, yani, ihm wurde wie eingegeben, yani, die Liebe zum Lesen. Yani, er liebte es Lesen und auch zu recherchieren. Und er lernte schon im Frühalter einige Mutun, yani einige Bücher, die yani, brauchen als Mutun, als Metan, yani die in verschiedenen Wissenschaften als Grundlagen zählen. Er lernte sie schon auswendig. Und Sheikh Muhammad Aman al-Jami in der Biografie, in dem er dieser Imam beschrieb, yani Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, er sagte, Sheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, dass Imam Muhammad, rahimahullah, er erreichte die Vollreife
das Pubertät bzw. vor seinem 12. Lebensjahr. Yani bevor er 12 wurde, er erreichte yani das Pubertät, yani er erreichte die Vollreife. Und sein Vater, yani Abdul Wahhab, rahimahullah, als er sah bei seinem Sohn sein Wissen und seine Scharfsinnigkeit und das Auswendig des Koran, so ließ er schon in diesem Alter mit 12 Jahren die Menschen in seiner Umgebung vorbeten. Denn er leitete die Menschen im Gebet schon mit 12 Jahren. Weil sein Vater, der Sheikh Abdul Wahhab, rahimahullah, der, wie wir schon erwähnt haben, er war ein bekannter Richter, er sah bei seinem Sohn, dass er die Kapazität besaß, schon mit 12 Jahren die Leute in der Moschee sie zu leiten. Und so ein Kaliber, Allah wollte ihm das Gute, diesem Mann, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah, so heiratete er schon mit 12 Jahren. Yani ein Mann, das sind Männer, Brüder, das sind Männer. Er heiratete schon mit 12 Jahren. Sheikh Muhammad Aman al-Jami sagt, er heiratete, yani sein Vater verheiratete ihn mit einem Mädchen da aus der Umgebung, mit 12 Jahren schon. Weil er sah, dass ein Mann im fasten Sinne des Wortes sah. Und er lernte, Sheikh Muhammad Rahimullah, er lernte von seinem Vater die Bücher von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und Sheikh al-Islam ibn al-Qayyim Rahimullah. Und dies zeigt es, dass er schon im Frühalter die richtige Aqida bekam. Weil Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah Rahimullah und Sheikh al-Islam ibn al-Qayyim Rahimullah, sie haben nichts anderes propagiert in ihren gewaltigen Werken, außer die reine, transparente Aqida des Salaf al-Salih. Und Sheikh Muhammad Aman al-Jami sagt, die Bücher von Ibn Taymiyyah haben keine Beispiel. Die Bücher von Ibn Taymiyyah haben keine Beispiel. Wir kennen keine Beispiel eines Mannes, der solchen Bücher verfasst hat, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah. Und deswegen Imam Rabi'a hafidahullah in jedem seinen Besuch in den letzten 2 Jahren, wenn man sagt ihm, wir erfragen dich, wir erbitten dich um Nasiha, immer in der Nasiha ist inbegriffen und gibt Wert oder schenkt großen Wert, was den Bücher von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah und sein Schüler Sheikh al-Islam ibn al-Qayyim rahimahullah, denn das sind gewaltige Bücher, ist gewaltiges Wissen in ihr vorhanden. Dann, er profitierte, Sheikh Muhammad, von seinem Vater und dann lernte er auch einige Bücher von seinem Vater im Fiqh auf dem Madhab Hanbali. Das wird später der Staatsmadhab sein. In diesem gewaltigen Land, das Land der zwei Haramein, Mekka und Medina, yani er lernte diese Madhab Hanbali, er lernte schon im Kindesalter von seinem Vater. Dann jedoch, dieser Junge, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah, er hatte Sehnsucht nach noch mehr Wissen. Weil das ist der Weg, yani der Salaf al-Salih. Yani sie ihre Durst nach Wissen, yani es wird nie ausgelöscht. Sie streben nach Wissen bis zu ihrem Tode. Und diesem Weg begab sich oder schlug ein Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Und er wollte, und hört euch jetzt ganz genau zu, dieser Abschnitt, meine Lieben, das ist ein gewaltiger Abschnitt, die Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimullah sagte. Er wollte noch mehr Wissen lernen, denn er sah die Leute, die in seiner Umgebung waren, sie waren in Schirk verfallen und beteten die Gräber und die Djinn an, obwohl sich diese Menschen dem Islam zuschrieben und obwohl es unter ihnen Ulema gab. Yani wie Sheikh Muhammad Aman al-Jami sagt, dass sein Vater Abdul Wahhab zählte zu den
Ulema in der Umgebung und sein Großvater und anderen Gelehrten. Es gab unter ihnen Gelehrten, jedoch trotz dieser Anwesenheit der Großgelehrten in der Zeit, die Menschen waren verfallen in verschiedene Schirkiyat und in Unwissenheit. Dann sagte der Sheikh Mohammed Amin al-Jami, Rahimullah, sie waren in einer Jahiliya verfallen. Die Jahiliya, die vor dem Islam war. So verhasste dieser Junge die vorhandene Situation. Er empfindet Hass. Und Sheikh Mohammed empfindet in seinem Herz Hass gegenüber dieser Situation, die diese Menschen, worauf sie waren, worauf sie sich befanden. Jedoch, hört euch ganz zu, jedoch behielt diese Verhassung, diese Verpönung vorerst in sich selbst und sprach nicht dagegen, denn er war sich bewusst, dass er in die Augen der Menschen ein Kind ist. Er war sich bewusst, schau mal, die Weisheit des Dawa, nicht einfach, ich will Dawa machen. Schaut er sich bewusst, dass er, wenn er sprechen würde, er ist ein Kind in die Augen dieser großen Männer und alten Männer. Und er weiß, er wird auf Ablehnung stoßen. So ließ er diese Verhassung und diese Verpönung, die er hasste, diese Schirkiyat und diese Gräberanbetung, er ließ sich in sich selber. Und, die werden denken, Sheikh Aman al-Jami sagt, denn die werden denken, ihm steht es nicht zu. Er ist nicht fähig und berechtigt, über diese Sachen zu sprechen. Schau, diese Weisheit des Dawa, meine Lieben. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab, was für eine Scharfsinnigkeit und tiefgründiges Verständnis. Er wusste, dass die Menschen denken würden, er ist nicht berechtigt, über das zu sprechen. Seine Alter erlaubt ihm das nicht. So, vorerst, schwieg er. Und dann ging er, zur Hajj. Er vollzog die Hajj nach Mekka und von Mekka begab sich nach Medina. Und in Medina verweilte er für Talibul Ilm. Und dies zeigt dann der Vorteil von Medina, subhanallah, dass in jeder Zeit Gelehrten gab es. Und schaut auch zur Zeit von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab und die Zeit davor und die Zeit der Salaf und unsere Zeit, immer in dieser gesegneten Stadt, der Stadt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab es großen Gelehrten, die auf Koran und Sunna und auf der Fahm und Salaf und Salih waren. So blieb er in Medina und lernte bei einigen von den Ulema des Hadith. Und der bekannteste unter ihnen von seinen Shuyuch in Medina ist Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif al-Usayf. Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Saif al-Usayf. Und dieser al-Usayf, die Familie Saif, sie waren ursprünglich von Najd. Sie waren von da, wo Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahab kam, von Najd. Und dieser Mann, Sheikh Abdullah ibn Ibrahim, er war von den Lehrern des Masjid Nabawi. Er hatte einen Unterricht in der Moschee des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und auch, er traf in Masjid Nabawi auch anderen Gelehrten, unter ihnen war Muhammad Ayat al-Sindi. Muhammad Ayat al-Sindi, er lernte auch bei diesem Sheikh und profitierte von ihm in verschiedenen Wissenschaften. So, als Sheikh Muhammad, rahimahullah, sich aufhielt in Medina, in Masjid Nabawi, er sah einige verpönten Sachen, die Menschen taten und handelten beim Grab des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Er sah da diese Schirkiyat und diese Bid'ah und das Ersuchen der Hilfe vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Er sah alle diese Sachen und dadurch, weil seine Aqida war saubere Aqida, saubere Tawhid al-Khalis lillah subhanahu wa ta'ala, so sah er diese Sache und wurde traurig. Dann, als er eines Tages, Sheikh Mohammed Amin al-Jami sagt, als der Sheikh Mohammed rahimullah eines Tages zum Grab des Propheten sallam ging und sah diese Schirkiyat, ging zurück zu seinem Sheikh Abdullah ibn Ibrahim und sagte, ja Sheikh, ich höre.
Yani, oh Sheikh, was soll das sein? Yani, diese Schirkia, diese Taten. Und sie sagten zu ihm, beziehungsweise er sagte zu ihm, das sind einige Jahiliyat, yani einigen Handlungen der Jahiliyat. Jedoch, dann sagt er zu ihm, jedoch sei geduldig und lerne. Yani sei geduldig, verhalte dich geduldig und lerne. Und wahrlich, der Imam Muhammad rahimullah, er war geduldig und lernte weiterhin. Während seiner Zeit in Medina, er nahm einige Ijazat. Ijazat im Hadith, yani Überlieferungen. Er nahm einige Überlieferungen, von, sei es von Bukhari oder Muslim, einfach in der Hadith-Wissenschaft. Er nahm yani diese Kette, die bis zum Verfasser dieses Hadith-Buches führt. Das ist Ijazat, yani. Er nahm yani einige Ijazat im Hadith in Masjid al-Nabawi. Dann, nach seinem yani Aufenthalt in Medina, er begab sich nach Basra. Yani nach Irak, weil Basra ist. Yani seine erste Station war Mekka für Hajj. Von Mekka begab sich wo nach Medina. Dann hielt er sich länger auf. Von Medina, nachdem er einiges profitierte, begab er sich nach Basra. Denn, wieso, was brachte ihn nach Basra? Yani das Geld von Basra, das Reichtum von Basra, das Öl von Basra, nein, das Gas von Basra, auf keinen Fall. Nein, er hörte von einem Alim. Er hörte von einem Alim, Muhaddith, Nahawiyun, Grammatiker, Al-Mujma'i. Al-Mujma'i, Al-Majma'i. Al-Majmu'i, Al-Majmu'i, Afwan. Al-Majmu'i, er hörte von dieser Imam, Al-Majmu'i, yani, dass er yani Wissen hatte in Hadith-Wissenschaft und auch in der arabischen Grammatik. Yani diese Sache des arabischen Grammatik, es wird gewaltiges Maß beigemessen. Das ist nicht irgendeine Sache. Yani Gelehrten, sie beschäftigen sich Leben lang mit Grammatik. Und das sind Gelehrten der Grammatik. Und sie opfern ihr ganzes Leben dafür. Das ist nicht irgendeine leichte Angelegenheit. Und yani, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, er lernte von diesem Sheikh, er profitierte von ihm in der arabischen Sprache und auch sowohl in der arabischen Sprache als auch in der Hadith-Wissenschaft. Dann, nach einiger Zeit, nachdem er in Basra war, sah Sheikh Mohammed rahimahullah, dass die Zeit reif geworden ist, die Zeit ist reif geworden ist, mit was? Um mit der Dawah anzufangen und mit der Verbesserung, eine Verbesserung der Zustand der Muslime. Auch wenn er noch nicht die Stufe der großen Ulema erreichte. Denn er sah sich in dieser Marhala, in diesem Abschnitt seines Lebens, er sah sich, Sheikh Mohammed Abdullah, nicht als Großgelehrter, nein, er sah sich noch in dieser Zeit als ein Talibul Ilm. Jedoch, die Notwendigkeit, er sah, dass er sollte anfangen mit der Dauer und fing an, einige seiner Freunde und einige seiner Schuyuch auch, die bekannt waren, er fing an, ihnen zu schreiben, eine Briefe. Er verfasste Briefe und schrieb ihnen, indem er diesen verwerflichen Sachen von Schirkiyat, von Bidah, von Khurafat, von Sufismus, dass er ihnen diese Sachen yani ablehnte. Er yani kritisierte diese Sachen, dass die Gräber angebetet werden, dass Tawassul gemacht mit den toten Menschen und so weiter. Er kritisierte diese Sachen. So wurde sein Name wurde in Basra bekannt, yani man hörte von ihm. Jedoch dann kamen einige der Sufia, yani kamen einige der Sufia, diese abgeirrte Gruppe, sie kamen und bekämpften ihn. Sie bekämpften dieser Imam, weil sie sahen sich in Gefahr, dass er sie aufdecken wird und dass er ihre Dauer bloßstellen wird. Somit, sie bekämpften ihn und schlussendlich, wegen ihrer Bekämpfung, er wurde aus Basra rausgeschmissen. Denn Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimullah, am Schluss
Er wurde von Basra rausgeschmissen. Wegen seiner Briefe und wegen seinem Anfang mit dem der Anfang des Dawa. So auf dem Weg, er ist fast gestorben. Auf dem Weg von Basra, als sich Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah sich begab, zurück in seinem Land zurückzukehren, von den Dürsten, von den Dürren, die da in der Wüste war, die Hitze, er ist fast gestorben. Und weil auch, er war unterwegs zu Fuß. Yani einige Leute, sie unterstellen und verunglimpfen dieser Imam, rahimahullah, dass er ein englischer Spion gewesen sei. Yani von der Kolonialzeit der Engländer und so, als würde dieser Mann eine Marionette von der englischen Kolonialismus sein. Jedoch, wenn jemand Marionette wäre, meine Lieben, stellt sich in solchen Gefahren, er wäre fast gestorben für diesen Aufruf, der angefangen hat. Und wo waren dann die Engländer und seine Unterstützer, die sie ließen ihn zu Fuß gehen und sie gaben ihm keine Transportmittel. Bis Allah subhanahu wa ta'ala ihm ermöglichte, eine Transportmittel. Und diese Transportmittel, man könnte meinen, ein Schiff oder irgendwas. Nein, ein Esel. Ein Esel. Ja, nicht mal ein Pferd, nicht mal ein Kamel, ein Esel. Mit diesem Esel erreichte Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sein Land. Er kam zurück. In Ahsa. Er kam nicht in Uyayna, in der Stadt, wo er geboren ist, sondern in Ahsa, in eine andere Stadt. Und das ist nach Mekka, Medina und Basra die vierte Station, Ahsa. Das ist eine Stadt in Saudi-Arabien, die bis heute existiert. Und in Ahsa, er lernte da bei einem Sheikh der Shafi'i Madhab. Yani er lernte bei ihm Madhab Shafi'i. Weil dieser Sheikh war auf Madhab Shafi'i. Dann von Ahsa begab er sich nach Scham. Yani Sheikh Muhammad Rahimullah, er begab sich nach Scham, er reiste nach Scham. Und schau, dass er ging der Weg der Salaf. Wir haben so viele Biografien durchgenommen über unsere edlen Vorfahren. Und bei allen haben wir gesehen, ohne Ausnahme, ihre Abmühungen im Reisen nach Wissen. Und Sheikh Mohammed Abdul Wahhab ging diese Fußstapfen, die Fußstapfen der Salafus Salih. Er ging, sein nächstes Ziel war Scham. Und er umreiste diese Ländereien von Scham. Wenn wir sagen Scham, in der heutigen Zeit damit ist gemeint Syrien, Jordanien, Libanon, Palästina und diese Ecke. Und er umreiste diese Ländereien, um nach Wissen zu streben. Dann, als er nach Scham, seine Reise zu Ende ging, kehrte er zurück in seinem Land. Und er kehrte in einer Stadt, dessen Name ist, in heutiger Saudi-Arabien, Huraymila. Al-Huraymila. Und da fing er an mit der Dawa. Da fing er an, dieses Wissen umzusetzen, in Praxis die Menschen aufzurufen. Jedoch, es wurde ihm geschadet und ihm Übel zugefügt, sodass einige Dummköpfe, sie wollten ihn fast töten. Sie wollten ihn töten. Denn, wie man sagt auf Deutsch, dumm ist gefährlich. Oder beziehungsweise Dummheit ist gefährlich. Dummheit ist gefährlich. Und schau mal, diese Dummköpfe, sie wollten diesem Imam schaden und so aus Angst, dass sie ihm noch körperlich schaden können, so verließ er Huraymila. Er verließ diese Stadt Huraymila und ging weiter. Und Sheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimullah, sagt hier,
als er diese Huraymila aus Angst verließ, dass sie ihn töten könnten, sagte, وَلَهُ أُسْوَةٌ بِالْأَنْبِيَا فِي ذَلِكَ. Und wahrlich, er hat Vorbilder von den Propheten in dieser Sache. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie macht er die Hijra von Mekka? Mit rotem Teppich? Ha? Nein, auch aus Angst verließ er mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an. Und dass keiner weiß davon Bescheid. Und all die Propheten und Musa alaihi salatu wasalam und die anderen Propheten, und da hat er ein Beispiel, eine Vorbilder, sind in dieser Sache die Propheten Allahs salawatullahi alaihim. Dann von Huraymila ging der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab in Uyayna, yani seine Geburtsort. Er kehrte da nach Uyayna. Und der Emir, yani der Emir, der Führer dieser Stadt, er hieß ihn willkommen. Yani er heißt ihn willkommen, yani er empfing ihn. Und der Sheikh Muhammad rahimullah, er erklärte ihm vom Anfang an seine Dawa. Yani er erklärte ihm seine Dawa, wozu ruft er. Und er sagte zu ihm auch, er machte es ihm klar, dass diese Dawa ist eine islamische Dawa. Eine allgemeine islamische Dawa. Eine absolute islamische Dawa. Was heißt damit? Diese Dawa umfasst alle Lebensabschnitte. Und davon haben die Kuffar Angst. Weil dieser Islam umfasst jeden Lebensabschnitt. Der sagte zu ihm, diese Dauer umfasst ja nicht alle Abschnitte. Die ist allgemein, absolut. Und dann macht er ihm klar, es braucht von dir Geduld. Wenn du willst. Er sagte zu ihm, Sheikh Muhammad Abdullah, zu diesem Emir, zu diesem yani Führer von Uyayna, wenn du willst diese Dauer verhelfen, so wirst du unumgehend bekämpft und wird dir Leid zugefügt. Denn diese Dawa ist Dawa der Propheten. Er sagte zu ihm, wenn du willst diese Dawa verhelfen, sei dir bewusst, du wirst bekämpft und dir wird Leid zugefügt. Wirst du geduldig sein? So bejaht der Emir. Er sagte, ja, ich werde geduldig sein. Und Sheikh Muhammad Aman al-Jami sagte, und tatsächlich, er war geduldig mit ihm gemeinsam und änderte vieles von den verwerflichen Sachen, entfernte vielen von den Bäumen, die neben Allah angebetet wurden, an diese Emir. Weil hier kommt das Praxis der Dawa. Und diese Praxis wird nicht alleine umgesetzt, das braucht ein Herrscher. Nicht alleine eine Dschihad-Polizei in München, Gladbach und so. Nein, das geht nicht so. Dieser Islam, das man umsetzt ihn in Praxis, dafür braucht man ein Staatsoberhaupt, ein Herrscher, der das legitimiert. Nicht irgendwelchen verspielten Jungs auf der Straße, haben sie ein paar yani, Liblis angeschrieben, Scharia-Polizei auf dem Rücken, los, raus auf der Straße. Und niemand hat ihnen yani, legitimiert für diese Position. Schau mal, dieser Imam, dieses Proviant, diese ganzen Reisen, dann trotzdem, er wagte es nicht allein etwas durchzuziehen. Er brauchte Herrscher, Herrscher, die diese Dauer ihnen klar sprach. Nicht etwas darum reden, yani, um den Brei sprechen und so. Nein, sagt, diese Dauer ist allgemein absolut und fast jeder Lebensabschnitt. Bist du bereit oder bist du nicht bereit? Er macht ihn nicht schön. Er sagte zu ihm, du wirst unumgehend bekämpft, wenn du diese Dauer yani, verhilfst. Und tatsächlich, dieser Mann, yani, er half ihm und unterstützte ihn. Und er schnitt einige Bäume, die neben Allah angebetet wurden. Und auch, sie verordneten die Strafe Allahs über die Zina. Yani, es geschah diese Strafe, dass es verordnet wurde, weil eine Frau kam und sie wollte sich reinigen. Yani, diese Frau kam, alleine gab es zu, sie wollte sich reinigen. Und Sheikh Muhammad Abdul Wahab rahimullah tat persönlich.
Ja, nee. Und dann, hier ist der sprengende Punkt, als einige der Herrscher von der Umgebung von Uyayna diese Nachricht hörten, so yani, fingen sie an, der Scheich zu verunglimpfen und ihn zu bekämpfen und sagten, diese Bärtige, und sie nannten Bärtige, yani, wie sie uns nennen, die Bärtigen heute und so, dieser Bärtige, er kam mit etwas Neues, yani, er bringt neue Sachen in unsere Religion. Und von der härtesten Gegner, die gegen den Emir von Uyayna war der Emir von Ahsa. Von Ahsa war der Emir, der am härtesten gegen die Dawa von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab vorging. Und er drohte dem Herrscher von Uyayna, wenn du diese Mutawa nicht rausschmeißt, wenn du nicht entfernst von deinem Land, so wird mit dir dies und jenes geschehen. Und er drohte ihm, weil diese Uyayna, sie hatte keine eigenen Produkte und Früchte. Und diese Ahsa ist bekannt als fruchtbares Land und sie verhalfen Uyayna mit Früchten und verschiedenen Sachen. So droht er ihm an, wie in heutiger Zeit würde man sagen, mit Sanktionen zu verhängen. Und aus dieser Angst sah sich, und dieser Druck auch, die ihm ausgeübt wurden, dem Emir von Uyayna, er sah sich gezwungen, ihn, yani Sheikh Mohammed, von seinem Land zu entfernen. Er sah sich gezwungen, ihn von seinem Land zu entfernen. Er bat ihn, yani das Land zu verlassen. Dann verließ Mohammed ibn Abdullah Uyayna. Schaut, er wurde von Horemila aus Angst, ist er rausgegangen, weil er Angst hatte, dass er getötet wird. Nach Uyayna. Von Uyayna wird er wieder rausgeschmissen. Und wenn er heute wird so man rausgeschmissen, alle lachen ihn aus. Und sagen, was ist mit dem und so. Er hat kein Land. Jeder schmeißt ihn raus. Schaut dieser Imam. Und schaut seine Stufe, die er heute erreichte. Aber erst nach diesem gewaltigen Leid. Erst nach dieser gewaltigen Sabber, die er ja nie aufweiste. Dann kam die große Ergebnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Er wurde rausgeschmissen. So dann, als er, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, er begann, und hier macht er keine Demo und sagte, ich bin ein gebürtiger Uyayna'ner, oder wie man sagen würde auf Deutsch, ich habe Recht hier zu bleiben und wir haben deutsche Pass und das Pass, wir haben hier, unser Land ist hier und so, wir verlangen unsere Rechte. Wir wollen unsere Rechte haben. Nein, er machte keine sowas. Wurde ihm gesagt, entferne dich von hier, entfernte er sich. Machte nicht große yani, Schreiereien und keine Ahnung was. Entfernte er sich. Dann begab er sich nach Dar'iyya. Dar'iyya, das ist eine wichtige Station. Der wichtigste Station, meine Lieben. Dar'iyya. Das ist der Stadt, wo alles anfing. Denn Sheikh Mohammed Aman al-Jami sagt, als würde Allah dieser Gunst zu einer anderen Person zukommen lassen wollen. Yani der Mann war ein Gunst für Uyayna und für die ganzen Ländereien. Jedoch als Allah wollte es, diese Gunst anderswo, dass sie ankommt und dort die Früchte yani geerntet. Und tatsächlich, so ließ sich Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimullah beim Haus von Ibn Suwaylim. Suwaylim, yani ein Mann in der Iyya. Er ließ sich bei ihm nieder in seinem Haus. Als der Führer von der Iyya, Muhammad ibn Saud, yani der erste Gründer von Saudi-Arabien, als er hörte, dass dieser Mann angekommen ist, und sein Name war bekannt in der Region. So dann, seine Frau von Mohammed ibn Abdul Wahhab, auch diese Familie ist eine Marionette der Amerikaner, wird gesagt. Schau die Geschichte dieser Männer, dann werden deine Augen geöffnet.
und wird dir klar, dass diese Leute wahrlich Allahs Religion lieben. Und das sind keine Marionetten. Bist du vielleicht selber eine Marionette? Du hast dich in 10 Jahren in Kosovo alles veramerikanisiert. Alles veramerikanisiert ist. Und in ganzen Mazedonien und überall. Diese Leute trauen das 400 Jahren. Es wird Arabisch gesprochen. Und nicht irgendwelche englischen Wörter in Albanismus reintun und so. Nein, Arabisch. Und ihre Kleider sind immer noch muslimische Kleider. Und noch heute, wenn sie gehen, diese Führer in den G20 und G50 und so, sie gehen mit ihren eigenen Kleidern und sie ziehen sich nicht die anderen Kleider an. Und dann sind sie Marionetten. Selber ist Marionette derjenige, der sowas sagt. Diese Frau, diese gesegnete Frau von Mohammed ibn Saud, sie sagte zu ihm, es geziemt sich nicht, dass du ein Alim wie dieser Mann zu dich nach Hause rufst. Du musst zu ihm gehen. Denn es geziemt sich nicht, du, auch wenn du der Herrscher bist dieser Stadt, es geziemt sich auf keines Weges, dass er zu dir kommt. Er hat Wissen. Das Wissen hat ihn erhöht. Allah gab, gehst du zu ihm. Männer, Bruder, und Frauen, Frauen, die ticken nach Frau. Und nicht irgendwelche veramerikanisierte Frau, die gar nichts hat, nicht mal Ehre und nichts hat sie. Dann ging Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah, mit einigen seiner Gefährten, ging ins Haus von Ibn Suwaylim. Und so besuchte er ihn und lernte ihn kennen. Und da lernten sich diese zwei Imame. Und die zwei Männer, die Geschichte prägen werden. Muhammad. Muhammad Saud, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Möge Allah sich mit ihnen erbarmen. Dann, wie Sheikh Aman al-Jami, rahimullah, sagte, Allah leitete recht diese gesegnete Familie Ali Saud. Denn, hört euch ganz zu, denn alle Männer und Frauen von ihnen, sie verlangten von Muhammad Saud, von diesem Mann, dass er Sheikh Muhammad ibn Abdullah verhilft. Denn alle diese Angehörigen von Ali Saud, Männer und Frauen, sie verlangten von ihren Führer, ihrem Emir, ihrem Oberhaupt, ihrem Herrscher, sie verlangten von ihm, dass er dieser Mann verhilft und dass er seine Dauer nicht verhilft. Und dass er sieht, dass das Kommen dieser Mann zu ihm als Gunst Allahs. Wenn sie sagten zu ihm, dass er zu dir gekommen ist, schau das, und betrachte das als was? Als Gunst Allahs. Als Gunst Allahs, die zu dir gekommen ist. Und tatsächlich, dieser gewaltige Mann, Muhammad Saud Rahimullah, verhalf die Da'wa und machte seine Unterstützung öffentlich. Er machte diese Unterstützung zum Sheikh Muhammad ibn Abdullah öffentlich. Und dann der Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab Rahimullah, gab ihm Nasiha, wie dem Emir von Uyayna gab. Stellte ihm klar, machte ihm bewusst, was für Schwierigkeiten werden auf ihnen zukommen. Und dann, Sheikh Muhammad Ali Saud, dieser Imam in der Führung, war bereit, dieser Da'wah zu verhelfen. Und somit schlossen sie gegenseitige Bund. Und der Bund war, Sheikh Muhammad, Imam Muhammad Ali Saud, sagte zu Imam Muhammad Abdul Wahhab Rahimullah, wenn Allah uns diese Da'wah Früchte gibt, so verlange ich von dir, dass du weiterhin in dieser Stadt bleibst. Denn mit Erlaubnis Allahs, wir werden andere Länder eröffnen, jedoch nicht, dass du dann auf einmal in ein anderes Land gehst und mich verlässt. Dann sagte Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, so wird es auch sein. Und in dieser Bund, dieser Bund ist geschlossen und da fing die Geschichte des islamischen Staates Saudi-Arabien im Jahre 1157. 1157.
da schlossen sich diese zwei Muhammadan, in der Arabisch wird gesagt Muhammadan, yani zwei Muhammad, sie schlossen diese gegenseitige Bund, dass sie sich gegenseitig verhelfen, und somit wurde Ad-Dar'iyya, diese Stadt, zur Hauptstadt. Er wurde zur Hauptstadt zur damaligen Zeit, und die Studenten von überall der halbarabischen Insel, sie pilgerten zum Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimullah. Sie wollten nahe sein vom Sheikh. Sie wollten nahe sein von dieser Da'i Muslim. Yani von dieser Da'i, dieser muslimische Da'i. Sie wollten nahe sein, unmittelbar seine Nähe, von ihm lernen, von ihm profitieren und so weiter. Dann, Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimullah, er fing an wieder den Herrscher in der weiteren Ländereien, Briefe zu schreiben und ihnen seiner Dauer zu erklären und sie aufzurufen. Und er erklärte unterdessen in diese Briefe seine Glaube gegenüber die Sahaba des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, seine Position gegen A'imma al-Arba'a, yani seine Position gegen die vier Imamen. Yani, welche vier Imamen? Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik und Imam Ahmed, rahimullah. Er erklärte ihnen yani seine Position gegenüber sie. Und auch seine Position, yani seine Glaube in der Esma wa Sifat und seine Glaube in Tawassul. So begann die Dawa und erreichte die ganze arabische Halbinsel. Und Sheikh Mohammed Aman al-Jami sagte, und Mekka und Medina bis nach Afrika, bis nach Indien, bis nach Europa und bis nach Amerika. Die Dauer dieser Mann. Jedoch, Mekka und Medina, sie wurden eröffnet durch die Familie Ali Saud im Jahre 1218. Yani 1218 wurden eröffnet. Das heißt, dies ist geschehen nach dem Tod von Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah. Yani er erlebte nicht diese Früchte, dass Medina und Mekka eröffnet wurden, weil, wir werden jetzt erwähnen, yani er ist gestorben im Jahre 1206. Yani 12 Jahre Unterschied da. Nach 12 Jahren, nach seinem Tod, eröffnete Familie Ali Saud Mekka und Medina. Und Sheikh Ibn Baz, rahimullah, sagt, dass die Dawa von Sheikh Mohammed, sie war Dawa tu Salafiyya, Dawa tu Sahiha, yani sie war authentische Dawa, Salafi Da'wa. Und als Sheikh Mohammed Rahimullah der Schaden ertrug und war geduldig, Nasarahullah, Allah verhalf ihm. Und kam dann die Hilfe Allahs, Hatta azhara Allahu al-Haqq ala yaday. Yani so, dass durch seine Hände, beziehungsweise durch ihn, die Wahrheit yani klar wurde und zur Wahrheit aufgerufen wurde. Und dann auch, yani, diese Wahrheit wurde verholfen und propagiert durch seine Kinder von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimullah, und auch durch die Herrscher von der Familie Ali Saud. Dieser gesegnete Familie Ali Saud, sie verhalf der Da'wa von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Und dieser Dawa, wie Sheikh Ibn Baz rahimullah sagt, sie ist bis heute vorhanden und sie wird bis heute durch Al-Sheikh, yani die Familie vom Sheikh, und damit ist gemeint die Familie von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab und Al-Saud geführt. Bis heute, yani, das sind an der Front dieser Dawa, diese zwei gesegnete Familien. Sheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah,
Er sagte, dass Imam Ahmed, rahimahullah, er erneuerte auch die Religion Allahs, als dieser Ma'mun und dieser Herrscher, abbasidische Herrscher, die von den Mu'tazila und Jahmiya beeinflusst wurden und sie zwangen die Menschen zum falschen Glauben durch Gewalt, so kam, schickte Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ahmed rahimahullah und verhalf und erneuerte Allahs Religion. Yani er brachte, was heißt Erneuerung hier? Dass er die Menschen zurückbrachte zum richtigen Verständnis. Welches richtige Verständnis? Worauf der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war und seine edlen Gefährten. Jedoch, nach dieser gewaltigen Errungenschaft von Imam Ahmed, erfand kein Helfer. Yani Imam Ahmed, rahimullah, erfand kein Herrscher, die ihm diese Dawa verhalf. Er fand kein Helfer. Nach all dieser Errungenschaft, die bekannt ist, unter Ahl Sunnah wal Jama'a, jedoch, er stoß nicht auf einen Helfer von den Herrschern, die ihm dann seine Dawa übernahm und verbreitete es in den Ländereien. Dann ging die Zeit bis zum 8. Jahrhundert, als Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah anfing, die verschiedenen Gruppierungen im Islam sie zu widerlegen. Dann kam wieder ein Erneuerer. Und dies war Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Er brachte die Menschen, nachdem sie überfallen wurden, von diesen verschiedenen Sekten und Gruppierungen mit falschen, krummen Verständnissen, so kam dieser Imam al-Mujaddid, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah, und jaddad ad-Din, yani erneuerte die Religion. Yani was heißt damit, wir erwähnen, das ist wichtig zu verstehen. Erneuerung ist damit gemeint hier, er brachte die Menschen zum richtigen, korrekten Verständnis. Wie? Ja, aber Tajdid, yani. Tajdid ist hier, yani. Wiederbeleben, erneuern, yani. Jadid, Shay Jadid, etwas Neues, Yujaddid. Und Sheikh Mohammed Aman al-Jami sagt, Tajdid, Erneuerung, ist zwei Arten. Lobenswert, tadelswert. Lobenswert ist, wenn du die Menschen zurück zu dem bringst, worauf der Gesandte war und seine Sahaba, seine Gefährten, und die Menschen, weil sie in Jahiliyyah verfallen sind, als würden sie hier wieder die Religion vom Neuen verstehen. Und das ist der Tajdid, yani. Yujaddiduna at-tafhim, das Verständnis, wo sie, yani, verfallen war, von ihnen weg war. Und genau auch, yani, Sheikh al-Islam, rahimullah, er wiederbelebte, erneuerte, erfrischte die Religion Allahs und er brachte diese gewaltigen Werke, wie Sheikh Mohammed Aman al-Jami sagte, wahrlich, wir kennen keine Beispiel für solchen Werke. Und die Bücher von Ibn Taymiyyah, sagt Sheikh Mohammed, Sheikh Aman al-Jami, rahimullah, sagt, und die Bücher von Ibn Taymiyyah, rahimullah, sie verließen die muslimischen Länder und wanderten bis nach Europa. Sie wanderten bis nach Europa und blieben verlassen. Sie blieben verlassen. Sie blieben unbeachtet. Bis der dritte Erneuerer kam. Der dritte Erneuerer war Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah. Diese dritte Wiederbeleber bzw. Erneuerer, Mujaddid, Allah verhalf ihn mit einem Herrscher, mit einem Helfer, der diese Dawa übernahm und sie weiterführte. Somit, Sheikh Mohammed Aman al-Jami sagt, somit profitierte der erste Mujaddid und der zweite Mujaddid vom dritten Mujaddid. Weil alle ihre Bücher von Imam Ahmed, von Sheikh al-Islam und Ibn al-Qayyim, alle würden gedruckt und verbreitet von diesem dritten Mujaddid, Muhammad Abdul Wahhab, und seiner Dawa und die Familie von Ali Saud. Und schaut,
Allah subhanahu wa ta'ala. Die Menschen schmieden Pläne, jedoch Allah schmiedet auch Pläne und er ist der beste Schmiedplänerer. So lange kann es manchmal dauern. Imam Ahmed, 3. Jahrhundert, Ibn Taymiyyah, 8. Jahrhundert, dann kommt die 12. Jahrhundert und bringt Allah subhanahu wa ta'ala, dass alle diese Früchte, die waren da, von Imam Ahmed und Imam Ibn Taymiyyah rahimullah, dass dann geerntet werden und dass dann verholfen werden und dass Allah diese Juhd, diese Bemühungen von diesen Menschen nie vergehen lässt. Auch wenn eine Zeit vergeht und auch wenn die Feinde der Sunna meinen, jetzt ist diese Sunna am Ertrinken, jetzt ist sie am Untergehen, dann kommt die Hilfe Allahs, von wo sie niemals erwartet haben. Und tatsächlich, die Feinde des Islam und die Sufia und Khurafia, sie haben niemals erwartet, dass von der Ria ein Mann kommt und dieser Dawa bringt. Der Ria war verlassen, verlassen von dem Osmanischen Reich. Verlassen, es war ein dürres Land, ein Land der Nichtfruchtbarkeit, nichts hatten sie. Somit meinten die Osmanen, wir brauchen in diesem Land gar nichts, da ist nur Hitze, Hitze und Staub, was sollen wir da hinmachen? Und deswegen gingen sie nie nach Deria, nach Nejd, nie hatten sie Interesse, kein Profit. Und von da genau brachte Allah subhanahu wa ta'ala, al-Sheikh al-Islam, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimullah, und somit wurden, profitierten damit der erste Mujaddid und der zweite Mujaddid durch diese dritte Mujaddid. Und hier zeigt sich, wie gewaltig, wie wichtig ist, dass dieser Dawa auch durch die Herrscher verholfen wird, meine Lieben. Weil siehst du diese Auswirkung, wenn die Dawa Muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam, wenn sie vom Herrscher verholfen wird, schau diese Früchte, das sind gewaltig in enorm. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimullah, kommen wir zu einigen Werken von ihm, die er verfasste. Und seine Werke deuten darauf hin, auf sein präzises, starkes, scharfsinniges Verständnis. Unter seinen Büchern, einige von ihnen, ist an der ersten Linie Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, dieses gewaltige Werk über Yanit Tawhid. Und wie die Ulema, yani Sheikh Salih al-Haydan hafizahullah sagt, es genügt nicht, dass man dieses Buch einmal liest. Nein, man sollte dieses Buch immer wieder lesen. Immer wieder lesen. Und wie die anderen Gelehrten gesagt haben, immer wenn ich dieses Buch gelesen habe, bin ich auf neue Nutzen gestoßen. Somit ist, man sollte nicht meinen, ich habe das Kitab al-Tawhid einmal gelesen und somit ist es abgeschlossen. Nein, sobald man zu Ende gelesen hat, fängt man von vorne an wieder. Kitab al-Tawhid, dann auch Usul al-Thalatha, dann auch Keshf al-Shubuhat, dann auch Shurut al-Salah, dann auch Qawaid al-Arba'a, das Buch, was wir jetzt durchnehmen werden, dann auch das Buch Al-Kabair, yani über die großen Sünden, dann auch Fadl al-Islam, dann auch Usul al-Iman, Masail al-Jahiliyyah, alle sieht man, diese Bücher meistens handeln sich um die Aqida, weil wie wir schon gesagt haben, yani die Umgebung hatte Bedarf an solchen Büchern. Und auch der Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab verfasste Fadlul Qur'an, yani die Vorzüglichkeit des Qur'an. Und er schrieb auch die Mukhtasar al-Sira, yani Mukhtasar, yani die zusammenfassende, die kurze Biografie unserer edler Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Und dieser große Imam, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, er starb im Jahre 1206. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.